Hey meine Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge Mannerlord. Und jetzt sind wir dabei, unser Dorf wieder ein bisschen auszubauen. Ah, ich freue mich schon. So, wir haben Flachs hier. Flachs. Das heißt, was ist denn aus der ersten Ernte geworden? Ne, Weizen haben wir hier. Genau, Weizen. Ist gerade schön am Wachsen. Ich komme nicht auf Flachs. Und das liegt hier brach. Gut. Ach, das Feld ist gut. So, wir waren da stehen geblieben, dass wir hier unten ein bisschen was verlagern wollten. Neue Söldnerkompanien. Eine Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Oh. Oh. Warum kommen die? Warum kommen die? Das ist schlecht. Ah, wir sind noch nicht so weit, um hier ordentlich Krieg zu führen. Ja, noch dabei, hier meine ganzen Truppen auszubauen. Erstmal, die Zufriedenheit ist in Ordnung. Kann ich mitleben. Wie sieht denn der Markt aus? Der Markt sagt, wir haben kaum noch Nahrungsmittel. Oder nicht genug für die Leute. Wir wollen mehr als nur Fleisch. Wir brauchen Gemüse und Äpfel. So, wir machen ja jetzt schon hier Weizen. Mit der Weizen brauchen wir wahrscheinlich eine Mühle. Feld, Bauernhaus, Weide, Schafzucht, Windmühle. Braucht das Getreidemehl. Könnte man hier direkt daneben bauen, ne? Hier hat die Simon. Oh, hat die sogar 99% und 100%. Und hier? 90. Komm, wir bauen die hier hin, wo die 100% hat. Dann wird die Mühle halt nicht in der Festung sein. Tja, kann ich alles haben im Leben. So, und dann brauchen wir natürlich auch einen Gemeinschaftsofen. Den Bäcker machen wir aber wieder hier drin. In unserem kleinen Industrieviertel. So. Nächste Siedlungsstufe. Wir haben jetzt ein großes Dorf. Schön. Jetzt brauchen wir als nächstes Hofstätten der Stufe 3. Wahnsinn. Wahnsinn, Freunde. Das große Dorf. So, jetzt haben wir Fallenstellen gemacht. Und wir haben... Wir haben doch Streuobst. So. Bewässerung. Reduziert den von Dürre verursachten Schaden. Roggenanbau. Schaltet Roggen für Felder. Ähnlich wie Weizen kann Roggen zum Mehl gemahlen werden. Er ist jedoch widerstandsfähiger und kann daher auf Böden mit geringer Fruchtbarkeit angesetzt werden. Ah, ich glaube, ich mache lieber den Scherenflug. Dann können wir die Felder ein bisschen besser... Oder? Ja, komm. Immer einen schweren Flug. Und in der nächsten Entwicklungsstufe machen wir die Bäckerei. Wir haben ja dann noch viel mehr Mehl. So, das bedeutet, wir können hier demnächst einen Ochsen dazu jagen. Flugstelle hinzufügen. Wüsste. So, Vorbereitungen laufen. Wir haben 54 Leute. Es wird Zeit, dass wir mehr Leute machen. Dafür haben wir ja hier diese Bauten vorbereitet. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch abwarten, dass das hier ein bisschen schneller läuft. Ah. Laufen wir mal durch unser Dorf und genießen, was wir bisher haben. Also hier vorne, hier vorne. Kriegen die gerade Holz zur nächsten Baustelle, um die Häuser zu bauen. Und Fleisch fürs Essen. Und was hat der hier? Brennholz. Und dann haben die einen Brunnen, wo die hier so schön am Leben sind. Das sieht echt klasse aus. Gefällt mir gut. So. Haben wir das schon mal.
So, da haben wir den Holzfäller. Der sieht ja aus, als wäre das schön voll. Und dann haben wir hier vorne... Was ist das denn hier? Die Steingrube, ne? Die Steingrube. Guck dir das mal an. Ja, gut. So. Und das müsste... Das ist unser Jagdlager sein. Schön. Ah, da haben die schon wieder einen Baum gefällt. Und das müsste unsere Gerberei sein, die Leder herstellt. Ah, das muss ja immer stinken. Die waren ja immer weit, weit weg außerhalb vom Dorf, weil keiner wollte in der Nähe von einem Gerber leben. Stinken die Schweine. Ja, ja, was soll man sagen? Ich hätte da, glaube ich, nichts. Ich habe den Prozess noch nie gerochen. Der Stall, den wir ausgebaut haben, gefällt mir richtig gut. Der gefällt mir gut. So. Wir kommen zurück, holen neues Holz, ja? Was bringst du jetzt? Holz? Okay, ich hinterfrag das nicht. Und hier wächst und gedeiht unsere kleine Stadt. Jetzt gehen wir das erste Mal richtig durch unsere Stadt. Ah, schön. Und der Marktplatz. Wahnsinn. Oh, okay, der hat auf jeden Fall ein bisschen Fleisch und ein bisschen Feuerholz. Und hier die feinsten Leder. Noch mehr Firewood und noch mehr Firewood. Oh, guck mal hier, neben... Oh, der hat sogar Brot. Schön. Und hier bauen wir gerade die neuen Hütten. Das mit dem Baum sieht richtig cool aus. Auch mit den Zäunen, das sieht richtig gut aus. Das gefällt mir so gut, das Spiel. Das war lieber auf dem ersten Blick, Freunde. Und hier sind die neuen Gemüsegärten. Hier haben wir ein bisschen Kohl, hier haben wir ein paar Karotten oder was das sein soll. Schön. So. Von der Kirche wollte ich noch einen Screenshot machen. Warum? Ich habe das jetzt weitergemacht hier auf YouTube mit euch, das Projekt. Erstmal. Und dementsprechend wächst und gedeiht unsere Stadt auch. Und zwar ein bisschen schnelleren Schritten, weil ich auch zwischen den Folgen dann immer ein bisschen was machen kann. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollten in die Eisenindustrie gehen. Und haben dafür hier diese Eisengrube gebaut. Da ist einer am Arbeiten, allgemeines Lager. Er hat 31 Erze. Es muss aber auch mal jemand das abholen, der hier transportiert. Nicht am Straßennetz angeschlossen. Eigentlich wäre gut, wenn es eine Straße quer durch den Wald geht, ne? So, perfekt. Jetzt haben wir eine Waldstraße. Eine ganze kleine Waldweg. Von der Eisen direkt einmal durch den Wald durch. Die gehen aber schon ein Stück. Ja. Aber ein schöner Weg. Also, das kann ich mir vorstellen. Schön mal hier durchzuwandern, um dann den Eisen wieder zurück zum Dorf zu bringen. Oh ja. Der Weg gefällt mir. So. Was haben wir denn hier schon? Die Sägegrube und den Steinmetz. Den Holzfäller. Hier wollten wir einen Rennofen, den Gemeinschaftsofen und die Dorfschmiede bauen. Dann ab dafür. Oh. Dann kommt noch Nahrung. Aber wir haben nicht mehr so viel Bestand. Bei neun Tieren arbeitet der nicht mehr.
Wie sieht's denn mit dem Bauernhaus aus? Hey, die haben alles. Müssen wir warten. Dann machen wir folgendes. Wächst. Wir machen so einen Bärensammler hier. Wo uns die Nahrung ausgeht. Bauernhaus. Schön, jetzt haben wir den Flug. Dann jagen wir hier mal ein paar Tiere, ein paar Leute gleich rein. Noch eine Familie hat sich niedergelassen, aber die Nahrung geht zur Leide. Banditen haben die da gestohlen. Ertrag 10 pro Getreide. Das heißt, je länger wir warten, desto mehr Getreide kriegen wir. Oh, die Musik. Ich liebe die Musik. Echt mal gut. So, wir haben noch ein Fleisch. Wie haben wir denn im Speicher? Nichts mehr? Windmühle ist fertig. Nee. Wildbeuterhütte. Einen Kräutergarten anlegen. Den Anbau von Kräutern. Brauche ich Geld für. Saisonal 64. Immenraut wird beansprucht. Wo ist Immenraut? Immenraut. Wird beansprucht. Ja. Jetzt können wir mit dem kämpfen. Aber ich weiß jetzt schon, dass wir überhaupt gar keine Chance haben gegen den. Coming soon, dass wir den bestechen können, okay. Das King Favor coming soon. Okay, noch können wir es nicht. Wir können nichts machen. Wir können nur zugucken. Kannst du das? Waldbrand. Waldbrand ist das, was wir beanspruchen wollen demnächst. Okay, gucken wir mal. Also, demnächst, wenn die das beanspruchen, werden wir dagegen vorgehen. Aber jetzt habe ich eine Armee, bestehend aus 20 Speerträgern. Und die sind noch nicht mehr erfahren und haben eine Rüstung. Also, ja, ich weiß ja nicht. Ich glaube nicht. Ja, soll er machen. Soll er einnehmen. Vielleicht nicht ändern. Oh, nächstes Haus. Fertig. Also Häuser haben wir jetzt wieder genug. Noch die zwei. Dann läuft das hier. Ich werde immer größer. Die Stadt. Der Wahnsinn. Kommt bald einen neuen Markt. So. Was mit der Bärenhütte? Sind die schön am Arbeiten? Ich krieg mal den vierten rein. Sammeln Bären. Okay, läuft. Dann kriegen wir wieder Futter. Armee eines anderen Herrschers wurde gesichtet. Ja, guck die dir doch mal an. Leichte Söldnerinfanterie. Die Grünkappen. Guck dir an. Ach, da war ein Banditencamp. Was war das denn jetzt? Wir haben leider noch nicht das Gold. Aber daran arbeiten wir. Also, wir kriegen jetzt langsam Bären. Bald haben wir da keine mehr. Derzeit kann der Wildbestand sich erholen. Vielleicht lasse ich die Jäger mal.
Noch eine neue Familie. Also bald haben wir genug Familien, damit wir eine schöne Armee machen können. Die brauche ich, weil wir wollen ja noch etwas mit dem Eisen machen. Guck mal, der trägt das jetzt schon rüber. 18. Das bedeutet, wir müssen mittlerweile schon 78 Eisenerz gesammelt haben. Wahnsinn. 60 Eisenerz. Läuft. So, der Rennofen kommt dann als nächstes. Und noch eine Familie. Läuft hier wie geschnitten Brot. Ich weiß zwar nicht, wie ich die ernähre, aber bedeutet auch 27% erst. Komm, lass mir die mal bauen. 18. Und so, jetzt haben wir auf jeden Fall. Wo fällt der eigentlich? Jetzt können wir auf jeden Fall ästhetisch hier ein bisschen was machen, indem wir die Büsche wegmachen. Rennofen ist fertig, schön. Schick mir in die nächste Familie zum Arbeiten. Brennstoff benötigt. Brennstoff für 4 Monate, okay. Gucken wir jetzt erstmal, was passiert. Wie viel Brennstoffreserven brauchen wir? Also, 58 reichen für 4 Monate. Lassen wir mal für 1,5 Monate Brennstoffreserven. 1 Monat. Ich sag gerade, der bringt die ganzen Blöcke hin. In die Schmelze. Bauen die Dorfschmiede. Schon 61. Können wir bald wieder ein paar Stufe 2 machen. Ich hätte kein Bauholz, sagte. Was ist das denn hier? So, die Bestände sich auch einmal holen in der Zeit. Oh, die Büsche sind bald leer. Mehr habe ich nicht, ne? Nur noch ein bisschen Lehm. Bread, freshly baked, still warm from the oven. Bisschen Bauland machen. Das hier wollte ich auch noch wegholzen. Und die Dorfschmiede ist fertig. Also läuft, hier haben wir jetzt Brennholz. Und kann jetzt gießen. Und die Dorfschmiede? Schicken wir auch direkt einen hin. Holt Wasser, besorgt Brennstoffvorräte. Dass dann die ganze Familie drin arbeitet, finde ich mega cool. So, Freunde, das ist ja schon wieder vorbei in die Folge. Das geht ja hier richtig schnell.
Aber es läuft. Wir haben noch geschafft, dass wir gerade so Nahrung kriegen. Gut, Brennholz müssen wir uns was überlegen. Wir brauchen demnächst mehr Brennholz, ne? Wir haben schon drei. Da ist schon eine zweite Brennholzhütte. Lass mir den mal hier arbeiten. Wenn ich nämlich die Ästhetik, ja, die Büsche wegmache, sieht das hier ganz anders aus. Sieht man die Bäume was besser. Ja, läuft. Also unser Dorf wächst und gedeiht. Wird eine richtige Stadt. Und hier bauen wir später eine Palisade für die Felder. Können wir bestimmt irgendwann mal was machen in der Zeit. Dafür brauchen wir 20 Bretter, 5 Bauholz und kleines Dorf. Wo bauen wir das Herrenhaus später hin? Ja, das ist die gute Frage. Das werden wir uns für die nächste Folge überlegen. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Toshi. Gerne liken, abonnieren und ciao.